Hallo zusammen, hier ist wieder Euer Tilan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir von einer Fraktion bekommen können und dazu habe ich das hier mit meinem Twink schon mal eingeheimst. Wir haben hier einmal einen Kompass und zwar Kompass des Wegfinders. Wo bekommen wir den her? Wir müssen einmal bei einer Fraktion auf eine Ruhmstufe kommen und zwar bei dem Drachenschuppen-Expedition und dort haben wir dann einen Kompass bei Ruhmstufe 9. Das gibt auch eine Quest. Und ich habe schmerzlicherweise rausfinden müssen, dass das nur einmal pro Account abschließbar ist, die Quest. Also wenn ihr das auf irgendeinem Twink gemacht habt, kriegt ihr das anscheinend auf dem Main nicht mehr. Deswegen vielleicht die Quest dann erst auf euren Main annehmen. Ich habe es jetzt hier auf dem Twink gekriegt, weil der halt Mensch ist und dementsprechend ein bisschen mehr Ruf bekommt. Und wo gab es das Ganze? Sobald ihr die Ruhmstufe 9 erreicht habt, gibt es hier auf der Küste des Erwachens eine neue Quest im Drachenschuppen-Basislager und da müsst ihr dementsprechend dann einfach mit dem Dude hier quatschen. Das ist der Pfadfinder Jepp und der gibt euch dann direkt hier diesen Kompass. Wir setzen ihn mal ein und dann schauen wir mal, was das Ding hier macht. Also einmal rein und dann hier in die Sammlung. Schauen wir mal, aktiviert den Kompass des Wegfinders, um euch zu helfen, euch auf der Welt zurechtzufinden. Genau, okay, und das gucken wir jetzt mal an und jetzt haben wir so einen kleinen Pfeil drauf. Und der müsste immer nach Norden zeigen, oder? Schauen wir mal, wenn wir da gucken. Ja, da oben ist Norden. Also der Kompass zeigt uns immer quasi, wo Norden ist. Ist ein witziges kleines Teil. Ob man das jetzt braucht, ist jetzt die Sache. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er nach Norden will, den Kompass zu aktivieren. Gut, damit sind wir auch schon zu Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilan. Bis zum nächsten Mal. Ciao.